Poker. Das Spiel mit Täuschungen, Bluffs und verdeckten Manövern. Um kleine Vorteile und große Gewinne. Die Aufteilung der DDR und die Neubildung von Bundesländern waren ein einmaliger Vorgang, historisch. Aber vor allem auch ein Handeln um Posten und Pöstchen, um Gebiete und Grenzen, um Einfluss und Geld. Ein Machtpoker um Mitteldeutschland. Es war eine Länderbildung mit den Füßen und den Herzen, aber nicht mit den Köpfen. Das war das Problem. Wir haben gestritten um alles. Alles, was möglich war. Es gab da auch ein paar Redner, die haben dann vom Königreich Sachsen gesprochen. Da bin ich fast hinten runtergefallen vom Stuhl. Das war echt die große Gefahr, die bestand, wenn jetzt was übers Knie gebrochen wird, dass es dafür Unsinn ist. Man hat den Leuten in der DDR ihre regionale Identität abgesprochen und hat gesagt, ihr sind alles DDR-Bürger, wir sind alle Weltbürger, Sozialisten, also Globalisierung auf sozialistisch sozusagen. Und das ist, glaube ich, der größte Irrtum der letzten 50 Jahre, dass man denkt, man kann den Menschen ihre regionale Prägung einfach wegerziehen. Am Abend der Leipziger Montagsdemonstration 13. November 1989. In Heimarbeit entsteht nur 4 Tage nach dem Fall der Mauer die erste Sachsenfahne. Noch sind die Farben vertauscht. Grün-Weiß statt Weiß-Grün. Alsbald gesellen sich eindeutige Banner und Plakate dazu. Nirgendwo gibt es sie zu kaufen. Keiner hat sie verteilt. Es ist die grundlegende Forderung nach neuen Strukturen im alten Land DDR. Nach 4 Wochen blüht auch in Dresden bereits ein weiß-grünes Sachsenmeer. Es ist der Wunsch nach regionaler Identität, Heimat, Tradition. Ein Gefühl, das 40 Jahre keine Rolle spielen durfte. So werden auch in Gera, Weimar und Jena ab Dezember weiß-rote Fahnen für Thüringen entrollt und Bezirksschilder übermalt. Zwischen Harz, Börde und Altmark gibt es das nicht. Auch hier will man den SED-Staat abschaffen. Aber niemand fordert ein Land Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ich erinnere mich allerdings, dass ich als Kind noch dieses Wappen der Provinz Sachsen-Anhalt gesehen habe, aber das war irgendwie in Vergessenheit geraten. Bereits Mitte November 89 nimmt die Abschaffung der bisherigen Bezirksstrukturen in der DDR ihren Anfang. Unter dem frisch gewählten Regierungschef Hans Modrow ist in der Volkskammer das erste Mal die Rede von einer Verwaltungsreform, ausgelöst durch den Druck der Straße. Ein besonderes Interesse gibt es hier allerdings nicht. Wir sind der Überzeugung, nicht der Sozialismus ist am Ende, wohl aber seine administrative und diktatorische Verzerrung. Denn echter Sozialismus bedeutet nicht weniger, sondern mehr Demokratie. Und wir sollten nachdenken über die Wiedereinführung der Länder als territorialer Struktur unserer Republik. Wiedereinführung von Ländern? Wie um 1920, als Thüringen und Sachsen gegründet wurden? Gab es je zuvor ein Sachsen-Anhalt? Welches historische Gebilde Pate stehen könnte für andere Länder in einer neuen DDR, ist Ende 89 noch völlig unklar. Und doch wird innerhalb eines knappen Jahres nicht nur die deutsche Einheit realisiert, sondern es entstehen auch 5 neue Länder. Denn die Existenz von föderalen Strukturen, also Bundesländern, ist die Grundvoraussetzung für den Beitritt. Die ersten Vorlagen gingen ja immer noch davon aus, dass die DDR 1990 und noch ein Stück in der 91 hinein existiert. Und dann kam diese Hektik rein. Und diese Hektik kam natürlich eindeutig mit der Prämisse, wir gehen jetzt ganz kurzfristig mit der Bundesrepublik zusammen,
diese Eile, wie ein Gesetz zustande kommt, ein wesentliches Gesetz, was eine ganze Verfassung aushebelt, das gibt es, glaube ich, nicht nochmal. Das letzte Mal gibt es im Osten Länder kurz nach dem Krieg. 1947 richtet die sowjetische Militäradministration in ihrer Besatzungszone ähnliche Länder ein, wie sie in der Weimarer Republik bestanden. 5 insgesamt. Fast so wie heute. Allerdings ist in Thüringen damals Weimar die Landeshauptstadt. In Sachsen Dresden. Und es gibt ein ganz neues Land, Sachsen-Anhalt. Mit Halle an der Saale als Hauptstadt. Aber die Länder werden bereits nach 7 Jahren wieder abgeschafft. Die SED will zentralistische Strukturen durchsetzen. So werden 1952 insgesamt 14 Bezirke errichtet, die bis 1990 Bestand haben. Zurück zum Herbst 1989. Die Ereignisse überschlagen sich. Im November gehen die Grenzen auf. Im Dezember trifft sich Bundeskanzler Helmut Kohl mit Hans Modrow, dem Hoffnungsträger der DDR. Im Januar wird am runden Tisch zwischen Oppositionsgruppen und reformwilligen Altparteien eine neue Verfassung diskutiert. Neuwahlen stehen an. Alles scheint zu diesem Zeitpunkt möglich. Wir haben jetzt die Mauer umgeschubbt und wir laufen jetzt mit der Kerze rum und sagen, wir sind das Volk, das ist alles in Ordnung, dann ist es aber das Verwaltungstechnische noch lange nicht auf den Weg gebracht. Manfred Preis selbst stammt aus dem Harz, lebt in Magdeburg und ist langjähriges Mitglied der liberalen Blockpartei LDPD. Im Rat des Bezirkes Magdeburg hat er bis dato das Wohnungsdilemma verwaltet. Nun steht er plötzlich vor völlig neuen Aufgaben. Sein Pluspunkt? Er hat Verwaltungserfahrung. Wie die Mauer gefallen ist, ist mein damaliger Bezirksvorsitzender der LDPD von Modrow nach Berlin gerufen worden. So dass mein gutes Verhältnis zu ihm dazu führte, dass er Silvester 1989 bei mir zu Hause auf der Couch saß und mich gefragt hat, ob ich nicht übermorgen zu ihm an seine Seite kommen kann nach Berlin. 3 Tage später war ich Staatssekretär in der Regierung Modrow. Nur wenige Wochen später ist der Politlaie Minister in der neuen Regierung de Maizière. Er soll die gesamte Verwaltung der DDR umkrempeln, der neue Länderminister. Der entscheidende Architekt bei der Aufteilung der DDR. Und dann ist es also dazu gekommen, dass ich, ohne dass ich in der Volkskammer gewählt wurde, ohne dass meine Partei gefragt wurde, meine Frau schon gar nicht, hat mir sehr gesagt, dass ich werde Minister. Ich habe natürlich ja gesagt, was sollte ich machen? Sein parteipolitischer Gegenspieler ist Volker Schemmel. Der gelernte Ingenieur für Maschinenbau wird genauso unverrichteter Dinge ins Amt gehoben wie Manfred Preis. Schemmel stammt aus Altenburg. Nach einer Stippvisite im Neuen Forum gründet er dort die Sozialdemokratische Partei der DDR mit. Ab März 1990 ist Schemmel stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD und Abgeordneter der neuen Volkskammer. Ich war im Januar 1990 im Reichstag eingeladen zu einer Schulung für Verfassungsrecht. Wir waren ja alle ziemlich unbeleckt von diesen Sachen, das muss man sagen. Es war, glaube ich, eine knappe Woche. Aus dieser Qualifikation erwuchs dann, dass mich die Abgeordneten unserer Fraktion zum verfassungspolitischen Experten bestimmten. Volker Schemmel ist mit seinem einwöchigen Grundkurs Verfassungsrecht derjenige, der das entscheidende Gesetz zur Länderbildung in der DDR innerhalb eines Vierteljahres durch die Volkskammer bringt. Noch völlig ohne Wahrnehmung der Bevölkerung entsteht kurz vor Weihnachten 1989 eine Regierungskommission Verwaltungsreform. Eine Expertengruppe von DDR-Staatsrechtlern, Wirtschaftswissenschaftlern und Soziologen. Sie entwerfen eine Zukunftsvision der DDR in Bundesländern. Viele Autostunden entfernt von Berlin liegt Heilbad Heiligenstadt im katholischen Eichsfeld. Direkt an der innerdeutschen Grenze, Bezirk Erfurt. Ein Ländergedanke ist hier noch nicht angekommen. Sie haben ganz andere Probleme. Verfall, Leerstand. Die Menschen verlassen das Land. Der Rat des Kreises ist zurückgetreten. Vertrauen in Reformen durch die Volkskammer haben sie nicht.
Zu lange hat man ihnen ihre Identität als katholisches Eichsfeld verwehrt. Nun grassiert die Angst, dass die frisch gewandelte SED-PDS am Ruder bleibt und so weitermacht wie bisher. Mit der Euphorie der Wende starten tausende Eichsfelder am 21. Januar 1990 in Richtung Westen. Zu einer symbolischen Massenflucht aus der DDR haben sich heute rund 60.000 DDR-Bürger in Teistungen bei Duderstadt versammelt. Sie wollen aktiv politische Veränderungen erzwingen. Am besten gleich die Einheit. Lange vor den offiziellen Verhandlungen. Die angedrohte Auswanderung mit Sack und Pack ist damals allerdings nur ein Bluff der Eichsfelder. Der hat immer nur ins Mikrofon gerufen und sie strömen immer noch. Und alles hat gejubelt. Und ein bisschen erinnerte es an Karneval. Man war glücklich und man hat seine Späße gemacht. Es war eine befreiende Situation. Der Ex-Lehrer Werner Henning ist damals mit 33 Jahren neuer Vorsitzender des Kreises und hat große Pläne. Dieses Land gehört dem Volk, seinen Eichsfeldern. Sie wollen zurück zu ihren 800-jährigen Wurzeln, als das Eichsfeld zusammenhing mit Teilen von Niedersachsen. Ein großes, geeintes Eichsfeld. Kein neues Thüringen. Und alles scheint möglich in diesen Tagen. Auch ein schneller Termin beim Bundeskanzler in der Causa Eichsfeld Go West. Ich hatte am Folgetag um 13 Uhr ein Vier-Augen-Gespräch beim Bundeskanzler Helmut Kohl. Und ich habe ihm beispielsweise damals gesagt, ja, wenn wir keine gemeinsame Währung bekommen, dann bekommen wir Bürgerkrieg. Ja, warum? Ich sage, weil die Leute aus dem Westen kommen und das einzig Werthaltige, was wir haben, nämlich Fleisch und gute Wurst, kaufen. Und wir haben schon große Not, unsere Bevölkerung zu ernähren. Die offenen Grenzen bringen im Eichsfeld massive Probleme mit sich. Benzin und Fleischwaren sind im Osten gut und billig und im Westen begehrt. Bei der Ausreise aus der DDR werden die Bundesbürger jetzt häufiger von den Zöllnern kontrolliert. Und zwar gründlich. Bei diesen stichprobenweisen Zollkontrollen haben wir wiederholt feststellen müssen, dass die bundesdeutschen Bürger Lebensmittel, das heißt Wurstwaren, in größeren Mengen ab 2 Kilo aufwärts versuchen, aus der DDR auszuführen. Der neue Ratsvorsitzende Henning traut sich noch einen Schritt weiter und pokert. Der CDU-Mann schlägt dem alten SED-dominierten Kreistag von Heiligenstadt einen radikalen Deal vor. Der Kreistag des Landkreises Heiligenstadt möge abstimmen. Wir treten unter den und den Umständen der Bundesrepublik Deutschland bei. Und ich habe hochgradig verloren. Es war eine Niederlage, aber doch ein grandioser Impuls, den wir gesetzt haben. Wenige Wochen später sitzt Werner Henning für sein Eichsfeld und die CDU in der ersten frei gewählten Volkskammer und entscheidet mit über die Zukunft der DDR. Ebenfalls weit entfernt von Berlin liegt Altenburg im Bezirk Leipzig. Hier lebt Sabine Fache, SED-Mitglied seit 1976. Sie ist als Direktorin an der städtischen Friedrich-Engels-Schule eingesetzt. Die Wende-Euphorie hat auch die Genossin erfasst. Sabine Fache begrüßt alle Reformen in der DDR. Basisdemokratie ist ihr wichtig. Auch an ihrer eigenen Schule. Ich fand das wirklich gut, die Idee. Ich gebe ehrlich zu, dass ich abstimmen lasse, ob die Kolleginnen und Kollegen weiter mit mir arbeiten wollen als Schulleiterin. Diese Freiwilligkeit, das war überhaupt, es war, wie ich später erfahren habe, vom Gesetz her überhaupt nicht rechtmäßig und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, das war mir in dem Moment egal. Die Abstimmung im Lehrerkollektiv findet am 8. Februar 1990, kurz vor den Winterferien, statt. Das Votum ist eindeutig. Hiermit bestätige ich, dass unserer Direktorin, Kollegin Fache, mit überwiegender Mehrheit das Misstrauen ausgesprochen wurde. Also ich muss sagen, dass ich in dem Moment wirklich einen Schock erlitten habe. Also ja, da habe ich gesagt, okay, ich akzeptiere die Abstimmung. Es hat mich sehr geschmerzt, aber es war das erste Mal, dass Sie so eine Entscheidung getroffen haben, demokratisch. Sabine Fache ist nun nicht mehr Direktorin, auch nicht mehr Lehrerin, sondern arbeitslos. Basisdemokratie, auch wenn es wehtut.
Nichtsdestotrotz wird das ihre Überzeugung bleiben, auch in ihrer nun folgenden politischen Karriere. Im März 1990 kandidiert Sabine Fache eigentlich nur für den Parteivorstand der PDS im Bezirk Leipzig, wird aber überraschend in die Volkskammer gewählt. Also ich bin gleich aufgesprungen und habe laut gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Also ich hatte keinen Schimmer. Die Volkskammer war so verpönt, was man da gesehen hat in dem Fernsehen während der gesamten Umbruchsphase, wie die agiert haben und so weiter. Sowas wollte ich auf keinen Fall. Ne? Und dann kam dazu, dass ich wirklich Angst hatte. Also wir sind ja wirklich beschimpft worden, auch in Altenburg, ja, die rote Sau und also richtig auf der Straße, ja. Nach einer Bedenkzeit wird Sabine Fache doch noch in der neu gewählten Volkskammer Platz nehmen und über das Schicksal der DDR und das von Altenburg bei der Länderzuordnung mitbestimmen. Im März 1990 gibt es die ersten freien Wahlen in der DDR. Und der Kurs ist klar. Die Allianz für Deutschland, kurz AfD, mit der CDU an der Spitze und Bundeskanzler Kohl als Wahlhelfer gewinnt. Mehr als 90% der Wahlberechtigten gehen damals an die Urne. Wie zu alten Zeiten. Nur, dass dieses Mal ihre Stimme wirklich Gewicht hat. Und sie wählen vor allem eines, die Wiedervereinigung. Am besten sofort. Keiner wusste, auf welcher Basis er föderale Strukturen aufbauen sollte. Das war ja überhaupt nicht möglich. Da wurde der 3. Oktober noch nicht genannt zu dem Zeitpunkt. Aber ganz schnell machen, das war bei jeder Gelegenheit das, was sein musste. Noch nie zuvor ist eine derartig gravierende Reform in einem Parlament umgesetzt worden. Noch dazu als Grundvoraussetzung für die Einheit. Sie sind Pioniere und Politlaien zugleich. Es wurde deshalb schwierig, weil es von Anfang an immer wieder die Forderung erhoben wurde, dass diese Länderbildung demokratisch zu vollziehen ist und weitgehend mit den Bürgern abzustimmen ist. Nun können Sie natürlich nicht mit 11 Millionen Bürgern das alles abstimmen. Als Chef der Expertenkommission empfiehlt Rainer Dudek eine Diskussion in den Medien. Und plötzlich kommt das Thema vom Hinterzimmer in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Jetzt geht es um Schicksale. Werde ich Sachse? Bin ich Thüringer? Möchte ich Sachsen-Anhalter sein? Und quasi jeder, der sich meldet, hat eine andere Meinung. Als dann publiziert wurde, dass also die Länder wieder gebildet werden sollen, haben wir solche Stapel von Briefen bekommen. Aus der ganzen Welt. Alle haben geschichtlich nachweisen wollen, von 2 bis 11 Ländern das Gebiet der DDR aufzuteilen. Pommersche Gefühle und sächsische Frage. Ein Land Sachsen-Lausitz. Kein Extraland Lausitz. Es geht um Identitäten und neue Heimat. Aber auch um neue Grenzen, wenn auch Ländergrenzen. Und Grenzen sind in der DDR ein sensibles Thema. Land Lausitz, Land Pommern, die wollten ja alles eigene Länder und sind überhaupt nicht überlebensfähig gewesen. Es sind Argumente gebracht worden, die aus den Menschen vielleicht verständlich waren, die sich aber kommunalpolitisch nicht umsetzen ließen, beim besten Willen nicht. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, das glauben Sie gar nicht. Unabhängig von der Debatte in der Öffentlichkeit hat die Expertenkommission zur Länderreform erste eigene Vorschläge entworfen, unter einer Prämisse. Die neuen Länder müssen vor allem wirtschaftlich überlebensfähig sein. Und darüber hinaus sollen sie möglichst einer historischen Identität folgen. Ausgehend von Wirtschaftskraft und Tragfähigkeit der Länder galt unser Augenmerk darauf, dass man ein starkes Brandenburg bildet und ein starkes Sachsen. Wir wollten Sachsen vereinbaren, am Anfang sogar mit Thüringen. Das war aber überhaupt nicht machbar. Und wir haben uns dann verständigt, dass wir Teile der Bezirke Magdeburg und Halle den beiden anderen Ländern zuschlagen. Da werden 2 leistungsfähige Länder entstanden. Vorschlag A ist nicht öffentlich. Aus 14 Bezirken eine 2-Länder-Variante zu machen, wird bereits in der ersten Debatte im Ministerrat abgewählt. Unsere lieben Freunde aus der BRD, die mir dann ans Herz gelegt haben, wir sollen nicht denselben Fehler machen wie in der BRD. Keine kleinen Länder und keine Stadtstaaten zu machen, wie Hamburg, Bremen und dergleichen mehr. Gut gesagt, durchkriegen, das war die Kunst. Im April 1990 gibt es von der Expertenkommission 2 neue Vorschläge, B und C, mit jeweils 4 Ländern, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg plus Vorpommern und Brandenburg.
Der große Unterschied zwischen beiden: eine jeweils andere Zuordnung des Bezirkes Magdeburg. Grundsätzlich ist klar, an den Randgebieten der neuen Länder gibt es Kollisionen mit den alten Bezirken. Denn die Grenzen der Länder sind nicht die der Bezirke. Und ein eigenständiges Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. Und deshalb fallen diese beiden Entwürfe durch. Die Vier-Länder-Variante war die von der Regierungskommission eindeutig bevorzugte. Und es gab die Zustimmung von allen Ministern. Es gab anschließend eine Besprechung mit den Bezirken. Und da gab es einen solch massiven Einspruch von Halle und von Magdeburg, dass es nicht denkbar war. Die Vorlage musste innerhalb von 4 Tagen umgearbeitet werden in eine 5-Länder-Variante. Und die wurde von der Regierung bestätigt mit der Bemerkung, dass man zwar, jetzt formuliere ich das mal ein bisschen salopp, nicht übermäßig glücklich darüber sei, aber dass in der Zeit nichts anderes machbar war. Die wirtschaftsstarken Bezirke Halle und Magdeburg wollen ein eigenes Land, selber Macht haben und kein Anhängsel von Sachsen oder Brandenburg sein. Der Einsatz ist hoch, denn dadurch wird das industrielle Ballungszentrum Halle-Leipzig mit Chemie, Kohle und Maschinenbau geteilt und damit extrem geschwächt. Der Druck hat letztendlich dazu geführt, dass wir uns für diese 5 Länder entschieden haben, denen ich eigentlich nicht zugetraut habe, dass sie überleben. Aus rein ökonomischen Gründen. Wir haben ja kein Geld gehabt, wir waren ja pleite. Ich war ja gegen die 5. Muss ich dazu sagen, weil ich gesagt habe, wie soll das gehen? 3 wollte ich sogar. Man besinnt sich also zurück auf die Ländervariante von 1947. Gegen jegliche wirtschaftliche Vernunft. Mai 1990. Dieser 5-Länder-Kompromiss muss nun durch die Volkskammer. Und jetzt beginnen die Gebietskämpfe. Wie groß wird Sachsen? Wie klein Thüringen? Wo beginnt und wo endet das neue Sachsen-Anhalt? Hochstrittig ist die Situation von 15 Kreisen, den sogenannten Krawallgebieten, nicht eindeutig zuzuordnen. Wie im Bezirk Cottbus, der einmal aus 3 Ländern zusammengestückelt wurde. Man entscheidet sich für Volksabstimmungen in diesen sogenannten Krawallgebieten, der höchsten Form der demokratischen Mitbestimmung. Die Bürger sollen selbst entscheiden, zu wem sie gehören. Einer der betroffenen Kreise ist Jessen, Bezirk Cottbus. Eine Fahrstunde südlich von Berlin zwischen Elbe und Schwarzer Elster liegt die Kreisstadt Jessen. Mit der 2. freien Wahl in der DDR, der Kommunalwahl im Mai, ist vor Ort die gesamte politische Riege ausgetauscht worden. Neuer Herr im Rathaus von Jessen wird Dietmar Brettschneider, einstimmig gewählt. CDU-Mitglied seit 1969. Ein Mann der Gebäudewirtschaft. Der Mensch Dietmar, du bist doch eigentlich wie gelernt genug. Dich kennen Land und Leute, willst du denn nicht? Naja, so habe ich dann gesagt, gut, wollen. Ich sage, wenn kein anderer gefunden wird, ich würde mich dann bereit erklären. Ohne zu wissen, was erwartet mich eigentlich. Brettschneider fuchst sich schnell ein. Nachdem er die Verwaltung halbiert hat, geht es an die nächste Aufgabe. Die Volksabstimmung zur Länderzugehörigkeit. Die Stimmungslage in Jessen ist eindeutig. Die historischen Wurzeln sind geklärt. Die Bevölkerung hatte das Sagen. Und die Bevölkerung hat dann gesagt, wenn wir uns orientieren müssen, dann gehen wir auf jeden Fall nach Sachsen. Aber plötzlich erhält Brettschneider aus Berlin die Order, sich nur zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu entscheiden. Und dabei möglichst Brandenburg den Vorzug zu geben. Es ist ein bisschen wie früher. Sie sollen frei entscheiden, aber bitte mit dem gewünschten Ergebnis Brandenburg. Auf diese Spielchen lässt sich Brettschneider nicht ein. Wer als Jessner in die Stadt gehen wollte, der ist nach Wittenberg gefahren. Wenn ich irgendwas Besonderes gebraucht habe zum Einkauf, war eigentlich immer Wittenberg. Und da habe ich gesagt, ja, wir werden uns, wenn, dann sicher dem neu zu bildenden Land Sachsen-Anhalt zuwenden. Ich hatte damals schon geschätzt, dass wir bei etwa 60-65% für Sachsen-Anhalt votieren werden. Und im Grunde genommen stand nicht das Land Sachsen-Anhalt dahinter, sondern als erstes Wittenberg. Und es waren ja dann 66%.
Streng genommen haben also vor allem die Frauen der Kleinstadt über ihre zukünftige Shoppingmeile abgestimmt. So entscheidet sich der Kreis Jessen damals als einziger von den 15 Krawallgebieten für das zukünftige Sachsen-Anhalt, dem Land ohne Vergangenheit. Wir waren immer Ende eines Landes, immer, egal wie wir es sehen. Und das war dann in der Folge, muss ich heute sagen, war das gar nicht so schlecht. Die Jessener machen in Zukunft ihr ganz eigenes Ding. Auf der großen politischen Bühne brodelt es. Sie benehmen sich wie die Vandalen. In der Volkskammer gibt es inzwischen die ersten Skandale. Politiker höchsten Ranges geraten in den Verdacht, Stasi-Zuträger gewesen zu sein. Ibrahim Böhme, Chef der Ost-SPD, stolpert als erster. Es ist jene Partei, die für sich in Anspruch nimmt, neu und unbelastet zu sein. Seid ihr zum Schlachtfest angetreten? Enttarnt wird auch Wolfgang Schnur, Vorsitzender vom Demokratischen Aufbruch. Eine der maßgeblichen Oppositionsparteien nach der Wende. Die Nachrichten meldeten schon ab heute Mittag, dass Schnur gestanden hat. Bis dahin galten Schnur wie Böhme als die Hoffnungsträger im neuen System. Aber selbst Ministerpräsident Lothar de Maizière gerät unter Stasi-Verdacht. Zwischen Dementi und Geständnissen verliert die Volkskammer mehr und mehr an Glaubwürdigkeit und behält doch die Entscheidungshoheit. Wir wollen keine Stasi-Fraktion in der Volkskammer. Ganz im Osten der DDR, 2 Autofahrstunden von Berlin entfernt, liegt Wittichenau, gleich neben Hoyerswerda. Hier sind sie entsetzt über die massenhaften Enttarnungen in der Volkskammer. So wollen sie nicht regiert werden und es selbst besser machen. Die christlich dominierte Kleinstadt im Bezirk Cottbus lebt vor allem durch den Karneval. Zu DDR-Zeiten ein Ventil für Frust und Verzweiflung, jetzt Quelle aktiver Mitbestimmung. Die Wittichenauer Narren wollen sich einmischen in die große Politik. Wir saßen alle in einem Boot. Wir wussten voneinander, was voneinander zu halten hat. Wir wussten, dass Kenner bei uns bei der Stasi war. Gerhard Kockert ist Chef der Faschingswagenkommission und LPG-Vorsitzender. Seine Frau Petra ist Büttenrednerin und Ökonomin im Kraftwerk Boxberg. 1990 herrscht Aufbruchsstimmung bei beiden Kockerts und der ganzen Faschingselite. Den Narren des 14er Rates, der Karnevalsinstitution. Wir hatten ja am Anfang noch gar nicht die Gesetze. Da waren die Kreise da, die Länder kamen ja erst später. Und wir haben einfach losgemacht. Im ersten Anlauf wird Petra Kockert als neues CDU-Mitglied in den Stadtrat gewählt und steigt sofort weiter auf. In eine Position mit noch mehr politischem Einfluss. Stellvertreterin des Landrates. Sie bekommt den Posten, weil sie Wittichenauer Karnevalistin ist. Ein Vertrauensvorschuss. Keine Qualifikation. Den Job im Kraftwerk gibt sie auf. Alles, was ich kannte oder so, konnte ich schön vergessen. Ich musste mich hinsetzen und ich musste lernen. Ich kann mich noch gut erinnern. Da haben wir zum ersten Mal das Grundgesetz dann gelesen und dann die Gemeindeordnung. Treffen dreier Herren des 14er Rates von Wittichenau. So ähnlich ist es auch 1990, als sie nicht mehr nur den Karneval im Kleinen planen, sondern gleich die Zukunft von ganz Wittichenau und darüber hinaus. Also wir wussten genau, was wir wollen. Wir mussten in den Stadtrat, in den Kreistag rein, wir mussten in den Landtag rein, wir mussten in den Bundestag rein. Wir waren ja vom Karnevalsverein bestimmt 7 oder 8 Mann sofort im Stadtrat. Wir waren mehr als 50% im Stadtrat. Wir haben fast die Hälfte der Kreistagsabgeordneten in Hoyerswerda gestellt. Also wir waren noch mal die Macher im Ort. Nur Gerhard Kockert hat Anfang Juni 1990 noch keinen einflussreichen Posten. Er bringt sich in Position für den Landtag, den sächsischen natürlich. Denn als Stadt im Kreis Hoyerswerda, Bezirk Cottbus, gehören sie zu den Gebieten, die selbst abstimmen dürfen, zu welchem Land sie künftig gehören wollen. Zu Sachsen natürlich. Und Sachsens Landeshauptstadt wird Wittichenau. Per Postwurfsendung werden sie nach ihrem Länderwunsch gefragt.
fast 88% pro Sachsen. Allerdings, diese eindeutige Volksabstimmung hat mittlerweile gar keine Bedeutung mehr. Im Juni wandelt die Regierung ohne großes Aufsehen die Volksentscheide in einfache Bürgerbefragungen um, mit rein empfehlender Wirkung. Und nun kam das erste große, ich sag mal, Missverständnis. Die Bürgerinnen und Bürger hatten diese Entscheidung als absolut endgültig aufgefasst. Das war auch anfangs der Plan gewesen. Aber der Plan geht nicht auf. Die Regierung de Maizière steckt in einem Dilemma. Im Mai 1990 sind die Kreistage neu gewählt worden. Neben der Volkskammer die zweite legitime Volksvertretung. Volksentscheide würden diese Kreistage übergehen. Demokratie schlägt quasi Demokratie. Deshalb bestimmt die Regierung im Juni, allerdings ohne die Bürger zu informieren, nur noch der Kreistag entscheidet. Auch über die Länderzugehörigkeit, nicht das Volk. Deswegen wurde dann eine Bürgerbefragung durchgeführt. Die Bürger selbst, das muss man nun entschuldigend dazu sagen, haben natürlich den Unterschied zwischen einem Bürgerentscheid und Bürgerbefragung, zwischen Bürgerbegehren, wie es dann später ausgeführt wurde, gar nicht verstanden. Auch im katholischen Eichsfeld hat das Konsequenzen. Ihr Wille ist nicht mehr gefragt. Durch die Volkskammer werden jetzt alle selbstbestimmten Pläne zum Gebietswechsel und zur Bildung eines historischen Großkreises untersagt. Der Heiligenstädter Landrat Werner Henning empfindet das bis heute als Misston. Wieder einmal wird über ihre Köpfe hinweg entschieden, pro Thüringen. Wir waren nicht dagegen, obwohl wir hier nie gefragt worden sind. Das ist schon für mich wichtig. Es hat im Eichsfeld nie eine Abstimmung positiv zu Thüringen gegeben. Im Juni 1990 stehen alle Zeichen auf einer nahen Wiedervereinigung. Die 2+4 Gespräche mit den ehemaligen Besatzungsmächten Deutschlands stehen kurz vor dem Abschluss. Und das historische Zeitfenster muss unbedingt genutzt werden. Als Termin für die Einheit steht fest, Oktober 1990. Ich bitte um eine geordnete Abstimmung. Das kann ganz schnell. Damit wächst auch der Zeitdruck in der Volkskammer, die neuen Bundesländer zu gründen. Aber noch sind die Debatten in vollem Gange. Denn es gibt ja immer noch die alten Bezirke, die Machtinstrumente des SED-Regimes. Diese Ebene musste weg. Es gab von der Regierung aus zwei Versuche, die Volkskammer zu bitten, die Bezirkstage zu bitten, sich selbst aufzulösen. Das hat zu nichts geführt. Wir haben gestritten um alles. Alles, was möglich war, dort rauszuholen. Aber alles, Sie können nicht allen recht machen, können Sie machen. Ohne weitere Schlichtungsversuche schafft die Volkskammer die Bezirkstage einfach ab. Mit sofortiger Wirkung. Allerdings, die Bezirksverwaltungen bleiben, um Verkehr, Wirtschaft, Müllabfuhr und Versorgung aufrechtzuerhalten. Denn es gibt noch niemanden, der das sonst tut. Im Turbogang müssen nun Länderstrukturen her. Minister Preis und sein Länderexperte Dudek müssen zwischen den konkurrierenden Bezirken vermitteln. Und da hat es den Erlass gegeben, Landessprecher einzusetzen. Das waren also eine Person immer pro künftigen möglichen Land. Es ging in der Regel also so, dass aus drei Bezirkssprechern ein Landessprecher wurde. Diese Landessprecher hatten schon annähernd die Funktion eines Ministerpräsidenten. Es hat dort härteste Kämpfe gegeben zwischen den Parteien in der Besetzung. Nicht gewählt, sondern kommissarisch eingesetzt werden diese Landessprecher nun durch Regierungschef Lothar de Maizière. Die CDU hat durch den Wahlgewinn im März die besten Karten. So wird der Landessprecher für das künftige Thüringen Josef Duchatsch, CDU. Er wird auch der erste Ministerpräsident des Landes. Für Sachsen geht Rudolf Krause, ebenfalls CDU, an den Start. Er wird später Innenminister in seinem Land. Und Sachsen-Anhalt? Hier streiten sich nur zwei um den neuen Posten. Aber zwischen Halle und Magdeburg gibt es keine friedliche Lösung. Ja, und dann hatte mich Lothar de Maizière angerufen. Ich hatte sogar ein Autotelefon, war auf irgendeiner Dienstreise, ich glaube in Chemnitz unterwegs. Und er sagte, machst du das? Er macht es. Der neue Landessprecher Karl-Hermann Steinberg ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich Umweltminister der DDR und Stellvertreter de Maizières.
Der Chemieprofessor ist gerade damit befasst, Dreckschleudern der chemischen Industrie zu schließen. Vergiftete Flüsse zu sperren, tote Wälder im Harz zu analysieren, Luftverschmutzung einzudämmen. Mehr als ein Fulltime-Job, von dem er jetzt abgezogen wird. In Halle gab es den Herrn Dr. Keitel als Regierungsbevollmächtigten von der CDU und in Magdeburg den Herrn Braun, auch von der CDU. Und die hatten nicht mehr zusammengearbeitet, jedenfalls nicht mehr gut und vor allem nicht freundlich. Unterm Strich, sie konnten sich nicht einigen, wer von beiden das werden sollte. Beide wollten es und keiner wurde es. Auch im Bundeskanzleramt wird die strittige Personalie für Sachsen-Anhalt mit Interesse beobachtet und maßvoll beeinflusst. Schließlich sind die Landessprecher die Verhandlungspartner für den Beitritt der neuen Länder. Das fand ja alles in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt statt. Herr Kohl selbst hat das auch mit beeinflusst. Meines Wissens auch in meiner Person, und er war auf jeden Fall nicht dagegen. Ich musste dann regelmäßig jeden Mittwoch nach Bonn zur Beratung der beamteten Staatssekretäre, und die fünf Landessprecher wurden immer eingeladen, jeden Mittwoch nach Bonn. Allerdings, aufgrund seiner DDR-Vergangenheit, wird Steinberg dann doch nicht der erste Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Es ist der 1. Juli 1990. Auf diesen Tag haben in der DDR alle gewartet. Die D-Mark ist da. Das Volk hat nun, was es wollte. Das starke Interesse an großer Politik ist fürs Erste erschöpft. Aber genau jetzt steht eine der wichtigsten Reformentscheidungen der DDR an. Das Gesetz zur Ländereinführung. Es geht darum, die Verfassung der DDR auszuhebeln und damit den Weg zur Einheit zu ebnen. Es ist Sonntag, der 22. Juli. Das DDR-Fernsehen 1 überträgt live. Da wir zu dieser Sitzung zusammengekommen sind, vor allem um dieses Gesetz zu verabschieden, wird die Volkskammer so lange zusammenbleiben, bis dieses Gesetz verabschiedet ist. Der Verfassungsexperte der SPD, Volker Schemmel, präsentiert den Gesetzentwurf, der das Schicksal von 17 Millionen DDR-Bürgern verändern wird. Ein Gesetz, das in großer Eile zusammengeschustert werden musste. Wir erleben heute im Parlament eine historische Stunde. Ich beginne mit einer kleinen Korrektur und ich darf vielleicht entschuldigend für diejenigen, die das redaktionell bearbeitet haben, hinzufügen, dass die Bearbeitung bis vor wenigen Minuten anhielt. Dieser historischen Stunde sind heftige Debatten und hektische Tage vorausgegangen. Tage, in denen des Volkes Wille zur Länderzuordnung seinen ganz eigenen mühsamen Weg in die Volkskammer findet. Und nun geht das Spiel los. Die Bürgerbefragung wurde ausgezählt am Abend. Am nächsten Vormittag tagten die Kreistage und beschlossen auf Grundlage der Befragung, zu welchem Land sie gehören möchten, um das als Antrag an die Regierung zu stellen. Am Nachmittag des gleichen Tages, und damit Sie sich die Technik vorstellen, wir hatten bestenfalls Fernschreiber, wurden diese Wünsche der Kreistage an die Regierung übermittelt. Und das wurde am Sonntagvormittag extra in die Sondersitzung der Volkskammer eingebracht. In dieser Sondersitzung befindet sich auch Sabine Fache, die PDS-Abgeordnete aus Altenburg. Altenburg ist einer der Kreise, der aufgrund seiner Randlage wählen darf, wohin er will. Konkret zwischen Sachsen und Thüringen. Und so sieht damals der Stimmzettel aus. Hier ein Kreuz für Sachsen, da ein Kreuz für Thüringen. Am Ende gibt es eine knappe, aber eindeutige Mehrheit, erinnert sich der damalige Landrat Christian Gumprecht. Die Bürger haben uns gesagt, 53% wollen nach Sachsen, oder knapp 54. Also gehört das für mich, dass ich dann auch sage, wir werden empfehlen den Kreistag, dass wir nach Sachsen gehen. Und plötzlich kam die Entscheidung, eine geheime Wahl, wir machen es anders. Das war natürlich ein riesen Einschnitt. Ich ärgere mich immer noch. Also ich sag mal, das war für mich auch total überraschend, ja. Noch in der Nacht ruft der Landrat Sabine Fache in Berlin an. Zu Hause gibt es einen Eklat. Der Kreistag hat anders entschieden als die Altenburger, nämlich pro Thüringen. Fache soll nun versuchen, diese Entscheidung in der Volkskammer zu kippen. Schließlich stammt einer der entscheidenden Leute, Volker Schemmel, doch auch aus Altenburg.
Es gab keinen Weg rein, ich gebe ehrlich zu. Herr Schemmel war ja der Ausschussvorsitzende damals für die Länderbildung. Und da habe ich sogar ein Einzelgespräch gehabt. Aber er hat mich sofort abgewiesen. Und so wird Sabine Fache Zeugin einer ganz anderen historischen Stunde für Altenburg. Unter Beachtung der Ergebnisse der Bürgerbefragungen beantragten die Kreistage von Altenburg, Schmölln und Artern die Kreiszuordnung für Thüringen. Es erschüttert Sabine Fache in ihrem Grundverständnis von Basisdemokratie. Sie ergreift das erste Mal öffentlich in der Volkskammer das Wort. Herr Abgeordneter Schemmel, wieso führt man zunächst Befragungen durch, bei denen es den Bürgern nicht bewusst war, ob es sich nur um eine Befragung oder eine Entscheidungsfindung handelte, um dann am Ende doch das Ergebnis dieser Abstimmung nicht zu beachten? Also es handelt sich ja eigentlich um eine ganz interne Altenburger Debatte. Wir waren selbstverständlich über diese Ergebnisse nicht glücklich. Aber man muss noch Folgendes hinzufügen, dass die Wahlbeteiligung in diesen Kreisen doch überall relativ niedrig war. Und unter diesen Grundsätzen sehen wir keinen eindeutigen Bürgerwillen gegeben. Bitte schön, da war auch noch eine Rückfrage. Ja, ich wollte nur noch mal betonen, also dieses Problem, dass es den Bürgern nicht bewusst war, dass es hier um eine Entscheidung ging oder nur um eine einfache Umfrage, das ist für mich das Hauptproblem. Ja. Ich möchte das noch mal betonen. Ich war mir dieser Sache bewusst, dass eine Bürgerbefragung war, denn das stand auf dem Zettel. Sabine Fache findet kein Gehör. Als PDS-Abgeordnete hat sie keine politische Lobby. Neben Altenburg haben auch die Kreistage Bad Liebenwerda und Senftenberg nicht nach dem Bürgerwillen entschieden. Das sind zu wenige, um das Ländergesetz aufzuhalten. Sabine Fache stimmt mit Nein. Das gebe ich ja zu. Ja, ich kam aus einer Partei, die nicht demokratisch war. Aber dass man nach so einer, politischen Ereignis, wo man hier die Wende herbeigeführt hat, dass man dann den Bürgerwillen negiert hat, das hat mich eigentlich dann auch sehr betroffen gemacht. Bis heute hadert ein Gutteil der Altenburger mit der Zuordnung zu Thüringen. Ihr urdemokratisches Recht auf Mitbestimmung am eigenen Schicksal ist ignoriert worden. Damals ist die Abstimmung in Altenburg geheim. Ein Viertel der Kreistagsabgeordneten fehlt, weil sie sich selbst nicht entscheiden können. Eine Stadt zwischen Baum und Borke. Die Empörung war riesig. Also als das veröffentlicht wurde, kriegte ich bergeweise Briefe, die sich empört haben und die gesagt haben, so verstehe ich die Demokratie doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass plötzlich ihr was anderes macht. Also das war eine sehr, sehr große Glaubwürdigkeitskrise. Und auch der Abgeordnete Schemmel hat danach kein einfaches Auskommen in seiner Heimatstadt Altenburg. Ich kam am Montag nach Altenburg und alle Altenburger haben mich hier fast, von Volksverräter ob ich jemals was von Demokratie gehört hätte. Aber nun ist das Ländergesetz verabschiedet und soll im Oktober gültig werden. 5 neue Bundesländer, 5 neue Hauptstädte. Sachsen hat dann 16% der Fläche der DDR. Thüringen 14 und Sachsen-Anhalt anteilig 19%. Allerdings bleiben die mitteldeutschen Länder damit Leichtgewichte im bundesdeutschen Kontext. Sabine Fache wird sich künftig mit ihrer neuen Heimat Thüringen arrangieren. Auf eine Art, die ihr als PDS-Genossin überraschend viel Anerkennung in Altenburg einbringt. In Jessen nimmt Bürgermeister Dietmar Brettschneider die neue Identität Sachsen-Anhalts ohne Zögern an und gestaltet sie mangels Vorgaben und mangels Vorgeschichte nach eigenem Gutdünken. Am Rande des neuen Bundeslandes und am Rande der Legalität. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, sehen Sie den zweiten Teil unserer Dokumentation.